Heute eingeladen ist die Fußballnationalspielerin Laura Freigang. Ich glaube sogar, dass der Jumbo mit der Nationalmannschaft vorm Studio wartet, bis sie fertig ist mit Kochen. Und dann geht's nach Australien und Neuseeland zur Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht genau, warum Jan im Fernsehen kocht, aber ich hoffe, dass er kocht, weil es ihm Spaß macht. Laura Freigang, herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass ich da bin. Wir haben uns zum allerersten Mal in unserem Leben überhaupt ever jemals begrüßt. Und dann so mega geil. Ja, also oben und unten funktioniert selten. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich meine, es ist nicht meine Privatküche, aber meine Berufsküche. Aber ich fühle mich schon im Grunde genommen wie zu Hause. Ich muss direkt zu Beginn sagen, the elephant in the room. Ich habe absolut keine Ahnung von Fußball. Ich habe absolut keine, du spürst auch absolut keine körperliche Dominanz. Gar nichts. Sondern es ist einfach, ich möchte einfach nur kochen. Was hast du denn heute mitgebracht? Du, ich mache etwas, was ich auch noch nie gemacht habe. Aber es ist mein Lieblingsgericht. Meine Mama macht es immer. Es ist eine Spinat-Lachs-Lasagne. Moment mal, das heißt, du machst heute zum allerersten, du kochst was zum allerersten Mal im Fernsehen? Ja. That's a bold move. Ja, I know. But that's bold. Ich glaube, es wird funktionieren. Ich habe schon 100 Mal gegessen. Was hast du da? Also Lachs natürlich. Lachs, dann Parmesan. Fun Fact, ich komme gerade aus dem Urlaub, ich bin eben gelandet, aus Rom. Mhm. Ich habe den aus Rom mitgebracht, den Parmesan. Nicht im Ernst. Echter römischer Parmesan. Aber Moment mal, Parmesan ist doch aus der Region hier. Aus der Parmesan-Region. Kannst du nicht einfach so richtig beeindruckt sein, dass ich aus Italien... Mega geil. Krasser fände ich es, wenn du auf dem Parmesanrad aus Rom hergefahren wärst. Ich habe den auch auf gar keinen Fall am Flughafen gekauft. Ich habe den auf jeden Fall in so einem ganz kleinen, so eine Oma. Ja, ja, genau. Und die noch nur eine Kuh hat und nur ein Rad pro Jahr herstellt. Ja, ja, ja. Ein bisschen außerhalb von Rom. Aber mega geil. Und man sieht den ein bisschen anders. Der ist schon so ein bisschen im Rucksack gewesen. So Rucksackkäse. Cool, du solltest beeindruckt. Ich bin total beeindruckt. Okay. Bei mir gibt es heute. Ich wollte gerade fragen. Ja, pass auf. Bei mir gibt es heute Chicken Tikka Masala. Oh, weil ich gedacht habe, es ist wahnsinnig schönes Wetter draußen. Und es ist so ein Gericht, ich kann davon so viel essen, bis ich tot umfalle. Ja, manchmal hast du auch bestimmt auch Leute fragen dich nach einem Lebensmotto oder so. Mein Lebensmotto ist Think. Und wie läuft's so? Ja. Ist auch anstrengend, ne? Ja, ja, leider ist es sehr anstrengend, weil viele Leute selbst mit diesem einfachen Wort nicht einverstanden sind. Ja. Und es war eine geschlossene Reisegruppe. Oh. Und zwar haben wir uns das Robbie Williams Konzert, also als Robbie Williams noch, als er noch nicht verheiratet war und Kinder hatte und so. Findest du das uncool? Ja, ein bisschen uncool war es. Es war damals schon echt uncool. Aber es war halt so, oh, Robbie. Auf jeden Fall habe ich da dann in London dieses Gericht gegessen. Und seitdem, das ist mega lecker. Und habe ich irgendwann rausgefunden, das ist halt ein indisches Gericht. Aber eigentlich ist das ein englisches Gericht, was die Engländer einfach... wie sie es zu ihrer Art ist, geklaut haben. Also wie Döner im Grunde genommen. So, jetzt muss ich das Fleisch marinieren. 500 Gramm und ich glaube, wir brauchen echt viel Spinat eigentlich. Ich habe die falsche Platte angemacht. Anfängerfehler. Halb so schlimm. Also ich habe hier schon Leute gesehen, du ganz ehrlich. Ich habe schon gehört. Ich habe schon hier Leute gesehen, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Dann lass es lieber. Jetzt brauche ich Zwiebeln, weil die Basis für mein Gericht sind Zwiebeln. Und das ist Zwiebeln in meiner liebsten Form, weil es am einfachsten ist zu schneiden, nämlich in Ringen. Was war dein erster Verein? Holstein Kiel? Oder das wäre das erste Profi? Nee, da bin ich geboren, aber ich bin tatsächlich in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Wann merkt man als Eltern, wenn das Kind ein Leistungssportler wird? Weil das nervt doch wahnsinnig auch für Eltern, dich fünfmal die Woche dazu, ich meine ganz viel Butter hier rein. Also in dem Ort, wo ich gewohnt habe, da war der Fußballplatz halt um die Ecke und ich habe 9 Jahre mit Jungs gespielt, da musste nämlich nirgendwo hinfahren. Ich glaube, als wir dann umgezogen sind nach Kiel, zurück in die Heimat, da musste mich mein Vater tatsächlich jeden Tag 2x45 Minuten hin und zurück fahren und sich dazwischen dann halt auch da aufhalten. Du hast in der Mannschaft gespielt, als in der Jugend, in einer ganz normalen Jungsmannschaft. Ja. Und warst dann da, und wie war da die Regel? Wurde egal wie besetzt, also oder immer ein Mädchen pro Mannschaft? Oder was war da? Sorry, dass ich lache. Das ist halt, für mich ist das so normal, darüber zu sprechen. Aber ich habe mit 4 angefangen im Verein, bei den Bambinis. Also wirklich, da haben wir noch gar keine richtigen Fußballspiele gehabt. Und ich kannte die Jungs halt schon von Anfang an. Und die mich. Und für die war das nichts Besonderes. Oh, das ist der Spinat. Das war total unnötig. Ich glaube, der ist immer noch nicht fertig. So. Genau, die Jungs kannten mich, nur die Gegner halt oft nicht. Dann war es halt immer so, ah, ein Mann weniger auf dem Feld. Das war dann immer richtig lustig. Und dann hast du sie aber dann am Ende abgezogen? Wir waren ganz gut, ja. Also, keine Ahnung, ich habe mir da nie so große Gedanken drüber gemacht. Ich wünschte, ich könnte jetzt richtig herzerwärmende Storys erzählen, wie schrecklich das für mich als einziges Mädchen war. Jetzt hol ich das Hähnchen mal raus. The marinated chicken. Der Spinat ist so verbrannt. Oh, das ist okay. Riechst du das? Riecht gut, ist okay. Jetzt musst du den Fail mit Worten kaschieren. Das ist ganz wichtig, das ist ein bisschen Röstaromen. Und das ist was ganz Feines, wenn da der Spinat so ein bisschen
Farbe bekommen. Ich habe auch vergessen zu sagen, geröstete Spinat. Lasagne und das geröstete und Spinat gehört sehr eng zusammen. Ich brate jetzt hier mein mariniertes Hähnchen. Mein mariniertes Joghurthähnchen. Das muss richtig ultra heiß lecker anbraten. Bis das schön braun ist. Ich glaube, ich bin theoretisch mit meinen Vorbereitungen fertig. Ich muss das jetzt schichten. Du musst es gleich stapeln. Ja. Wie oft kochst denn du zu Hause? Du, ich koche fast jeden Tag. Ja, okay, krass. Ja. Und dann zu sagen, du kannst nicht so gut kochen, ist ein bisschen aber ich kann nicht gut kochen. Ist halt Funktionskochen. Das geht nicht um gut, sondern muss irgendwas sein, was Leute satt macht, mehrere Leute meistens satt macht. Ah, okay. Ich lade mir oft noch Freunde ein oder Leute von der Straße. Ach, du bist so gesellig. Nee, es muss mehrere Leute satt machen. Ich sitze immer alleine in meiner Küche. Und guck auf den Stapel Geld, den du vom DFB überwiesen bekommen hast. Exakt. Und dann hast du gar keinen Hunger. Einfach. Und lache einfach die ganze Zeit. Und hab gar keinen Hunger mehr, weil warum muss ich essen? Ich bin reich. Wozu, genau. Ich bin da gar nicht stolz drauf, weil das klang jetzt so ein bisschen so, als wäre ich da stolz drauf. Aber ich bin so, man ist ja, manchmal kommt das dann so ein bisschen durch, wie man ja auch im Privaten ist. Man verstellt sich ja nicht immer. Mhm. Aber ich kann dann, wenn ich so genervt bin, dann mache ich so eine richtig fiese Bemerkung oder so und sag so irgendwas richtig Unsympathisches. Und dann, wenn man dann danach in der Kabine sitzt und das mal so kurz reflektiert, denkt man sich so, was zur Hölle habe ich denn da gesagt? Also du so, bist schon so besserwisserisch, so, ja, wissen Sie selbst, ne, das war kein Abseits. So. Aber du bist dann auch, kannst auch aggressiv werden, ne? Also wenn du dich durchsetzen willst, Ja, normales Level, würde ich sagen. Ein bisschen rumschreien gehört ja dazu, sonst wäre ja langweilig. Mhm. Also, weiß nicht, wie warst du als Ersatztorhüter so? Ersatztorwart ist dann wirklich, wenn es gar nicht anders ging. Aber ich habe auch auf dem Feld gespielt und ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich habe dann mal den Ball gehabt und dann ist der Ball, als ich den Ball geführt habe, über die Linie gerollt. Und hat der Schiri gepfiffen und meine Kameraden haben sich beschwert. Und hat der Schiri mich gefragt, war der Ball über die Linie oder nicht? Du warst deiner Zeit voraus. Weil ich denke mir jetzt immer, wenn aber die... Würdest du das machen, wenn ich der Schiri fragen würde oder die Schiri? Dann würdest du never ever... Ich würde sagen... Ich weiß es nicht. Ist ihr Job. Ich weiß es nicht. Ich bin so im Tunnel. Ich will nur gewinnen. Aber ich finde es immer so lustig heutzutage, wo es ja Videobeweis gibt und so. Ne? Und wenn dann so Situationen sind, ich gucke ja auch Fußball, wo dann jemand offensichtlicherweise Scheiße gebaut hat. Und dann so zum Schiri geht und sagt so, oh, ich habe den nicht mal berührt, ich habe gar nichts gemacht. Und dann kommt direkt danach in die Zeitlupe, wo du siehst... genau was passiert ist, dann denke ich mir so, mal, heutzutage muss man einfach aufhören zu schauspielern. Einfach ehrlich sein. Das ist das Einfachste eigentlich. Aber bei Schwalben zum Beispiel, das ist fast schon eingebaut teilweise. Weißt du, sich fallen lassen, wenn man so eine leichte Berührung um 16 bekommt, das passiert automatisch. Das hast du so drin, das lernen wir wahrscheinlich im Training bei euch, ne? Ja, da machen wir extra Einheiten. Schwalbeneinheiten. So, ich, nur mal kurz zu sagen, zu deinem Gericht. Ne? So, Soße unten, ganz wichtig. Das riecht wirklich gut. Es riecht total gut. Sieht ein bisschen, aber siehst du ja gleich in der Lasagne nicht. Das ist das Flair, ja, genau. Und dann erste Schicht, jetzt kommt Spinat, dann kommt Lachs und oben drauf kommt dann Parmesan und man mischt es ein bisschen mit Mozzarella, damit es besser zerfließt. Ja. Ah, oh, ah. Ich habe mich mal mit der 100-Meter-Läuferin Gina Lückenkämper unterhalten. Ja. Sie ist ja Einzelkämpferin, also natürlich außer sie läuft Staffel. Aber die hat davon berichtet, dass sie als Einzelkämpferin gerade so im olympischen Kontext super streng mit Doping, ne? Mhm. Ist das bei euch auch so? Also müsst ihr dann so werdet ihr rausgeholt oder müsst ihr in so eine komische Kabine und dann einmal in so Becher und so? Wir haben, also ich glaube, das ist ja ein ganzes System. Mhm. NADA, WADA, gibt es ja die verschiedenen Agenturen weltweit. Ja, das war... Ich gebe dir die schöne. So, herzlich willkommen. Jetzt wird gegessen. Der beste Teil, oder? Ja. Guten Appetit. Vielen Dank, dass du da bist. Ob du es noch einrichten konntest. Mhm. Oder? Mhm. Magst du Fisch eigentlich? Ja. Ja? Mhm. Aber Lachs ist ja so ein... Lachs zählt eigentlich nicht als Fisch. Oder? Das mag jeder. Das ist schon fast langweilig. Mhm. Sorry, das ist so viel Frage zu deinem Beruf, ne? Ja. Du kannst auch natürlich fangen, aber... Wie lange geht die natürliche Karriere einer Frauenfußballerin? Körperlich. Auch bis Ende 30? Oder sagt man irgendwann, alles klar, Leute, ich bin jetzt hier raus, weil ich will jetzt hier noch, keine Ahnung, Family gründen? Ist ja auch. Ich glaube, die Frage kommt so für mich 3 Jahre zu früh zu beantworten, weil diese Professionalität, die haben wir erst seit ein paar Jahren. Also dieses Extreme, okay, Frauenfußball wird auch als Profisport betrachtet und auch so bezahlt, gab es vorher nicht. Das heißt, ich glaube, oft, körperlich kann man es gar nicht sagen, weil oft haben einfach Fußballerinnen aufgehört, weil sie auch arbeiten mussten irgendwann oder weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Fußball ist schon eine sehr durchstrukturierte und verkopfte Blase. Und ich finde es total angenehm, dass wir durch solche Themen, wie zum Beispiel eine Mutterschaft, das ein bisschen aufbrechen und vielleicht ein bisschen anders drauf gucken und drüber sprechen.
Deswegen, ich persönlich finde es sehr angenehm und ich finde, da sollte sowieso ein bisschen mehr Schwung in die Sache gebracht werden. Ein bisschen mehr Lockerheit. Ich darf dich jetzt einladen, ein bisschen vom Chicken Tikka Masala zu probieren. Ja. Du bist stolz, ich merk's. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Aber meine Nase wird safe gleich anfangen zu werden. Ja, aber so geht eigentlich. 3 Chili. Ja, ich bin so am Öl, Alter. Ich bin am Schwitzen, wirklich. Es wird mir selbst langsam zu viel. Ich bin am Sweaten, wirklich, ehrlich. Ich muss, muss noch so einen Ring drum machen. Ich bin am Sweaten ohne Ende, ey. Aber merkst du, wie es mir schmeckt? Ich esse fast auf hier. Das kann man total, da kann man total viel von essen. Weil da so diese Limone am Ende, da habe ich 2 Limonen da reingeknallt. Ja, die schmecke ich tatsächlich. Ja, und das ist, das ist genau die Säure, weswegen man da unendlich viel von essen kann. Das ist ein bisschen scharf. Wenn man scharf. Dann noch Säure in seinem Lieblingsgetränk hat. Ich merke, dir schmeckt's. Dann habe ich was ausgetrunken. Das schmeckt total lecker. Dann auch Himbeeren drin. Das ist wie ein Nachtisch eigentlich. Hm. Das ist wie ein 3-Gänge-Menü gerade. Ich werde alle Spiele gucken von dir. Und werde mir das alles angucken. Komm, wir machen noch wie bei den Aufnahmen für FIFA. Mach mal nicht so. Warte, wir drehen es um und dann musst du aufstehen. Und dann ein bisschen lächeln. Okay.